Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es was richtig Cooles und zwar waren wir gerade bei Action und ja, wir haben richtig viel Sachen eingekauft. Einige Putzsachen werde ich euch gar nicht zeigen, die habe ich schon oben gelassen, aber die blende ich euch ein und es sind einfach total viele Sachen. Es ist Beauty, Pflege, alle möglichen Snacks, paar Putzzeugsachen, ja alles mögliche und ich zeige euch schnell die Säcke, dass ihr das seht. Es ist so viel. Und deshalb starten wir auch direkt mit dem Video. So, ich fange direkt an mit diesem spaßigen Teil hier. Und zwar ist es eine Ballonpumpe. Da füllt man komplett Wasser ein. Wir haben es gerade schon getestet. Und da sind 100 Ballons drinnen. Und ja, das macht richtig Spaß. Deshalb habe ich auch jetzt keine Socken mehr an, weil ich schon abgeschossen wurde. Das Teil hat nur knapp 3 Euro gekostet. Und das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr vielleicht Kinder habt oder einfach nur Spaß haben wollt. Dann gebt euch das. Das nächste ist, wir machen mit den Snacks weiter und zwar ein Aloe Vera Drink. Das sind 1,5 Liter und die haben nur 2 Euro gekostet. Und ich dachte mir, ich mache damit so eine Art Sommercocktail, so antialkoholisch, also ein bisschen was von dem. Mineralwasser, Eiswürfel, Crushed Eis, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwas dazu. Und das hat nicht mal so viele Kalorien, nur 20 Kilokalorien auf 100 Gramm, also auf 100 Milliliter. Und ja, deshalb wollte ich das jetzt mal austesten. Dann haben wir Oreos, also wir haben sehr viel Süßigkeiten. Wir haben zunächst die Golden Oreos und zwar hat sich die einmal mein Bruder gekauft und einmal ich. Das sind so 10 Packungen, also 10 Doppelpackungen drinnen. Die kosten 1,90 Euro oder so knapp 2 Euro auf jeden Fall. Und die musste ich mir direkt auch mitnehmen, weil die weißen sind einfach so lecker. Und ich glaube, die gibt es auch normal nur in Amerika oder in so speziellen Shops. Deshalb mussten die mit. Dann habe ich mir noch den Reese's Nut Bar gekauft. So sieht der aus. Und ja, mein Bruder mag dann nur die helle. Deshalb habe ich mir den dunklen nur für mich genommen. Und ja, Reese's, ich liebe Reese's. Dann habe ich nochmal die Mandarini Fudge Vanille gekauft. Ich habe ja gesagt, ich werde sie nie wieder kaufen, aber ich erwarte den nächsten Besuch. Und ich weiß, dass eine Freundin die sehr, sehr gerne mag, deshalb habe ich ihr die mitgenommen. Und ja, ein guter Gastgeber muss man sein. Ich sage aber nicht, dass ich vielleicht auch ein paar vernasche dann. So, dann geht es weiter mit den Milka Daim Stückchen, würde ich jetzt mal sagen, Snacks. Die hat sich meine Schwester mitgenommen und die sind ja so, so, so gut. Ich liebe auch die Milka Daim Schokolade, die normale. So, dann haben wir noch die Haribo Balla Balla Sticks. Das sind die grünen her mit Apfelgeschmack. Ihr kennt die bestimmt alle noch. Die gab es damals auch in der Schule bei diesem Jausenstand so eine Schlange für 50 Cent oder so. Und jetzt, ja, ich glaube die ganze Packung hier hat knapp 2 Euro gekostet. Da müsste man ein Geschäft draus machen. Eins für 50 Cent verkaufen. Das geht gut. So, dann machen wir jetzt mit anderen Themen weiter. Snacks sind jetzt, glaube ich, soweit vorbei. Anna, hier habe ich noch was gefunden, was jetzt so ein bisschen wie ein Snack wäre. Und zwar Himalayan-Salz. Also ihr könnt es gerne snacken, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall sah das so, so schön aus. Und Leute, das kostet nur 83 Cent. Also ich muss das probieren. Das ist ja einfach nur Salz. 500 Gramm. Das ist zwar so ein bisschen gröber, aber ich habe so eine Mühle jetzt. So eine, ja, Spendermühle. Und deshalb passt es da auch ganz gut. So, dann habe ich noch was für den Geburtstag gekauft. Und zwar wollte ich was verschenken, so eine süße Karte. Und die haben echt so tolle Geburtstagspräsente und Karten und alles Mögliche. Auch Verpackungen zum Beispiel. Und schaut mal den wunderschönen Glitzer hier an. Sieht einfach so schön aus, da könnt ihr da noch was reinschreiben. Und ja, ich habe einfach auch für mehr Geld, also ich sage jetzt mal bei Thalia oder so, für 3-4 Euro keine schöneren Karten gefunden als diese hier bei Action. Das muss ich echt sagen. Also da geht es mir gar nicht ums Geld, sondern die sind einfach optisch so schön. Und dann habe ich noch eine richtig krasse, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Und zwar musste die einfach mit, weil das ist so eine ganz, ganz große. It's your birthday steht drauf und wenn man die aufmacht, okay, genau. Und die hat 4 Euro irgendwas gekostet und die, finde ich, ist ein absolutes Highlight bei jedem Geburtstag. So, dann geht es weiter mit einer neuen Maske bei Action. Also ich habe die noch nie gesehen. Die ist auch made in Korea, so wie fast alle bei Action. Finde ich richtig cool. Der Mask Doctor Hyaluronic Acid Face Sheet Mask.
So sieht die aus. Made in South Korea. Wie cool. Ein Stück Maske ist drinnen und da bin ich gespannt drauf. Ich mag ja die Sheetmasken von Action sehr gerne und kaufe mir da immer wieder welche nach. So, dann haben wir hier noch diese zwei Spray mitgenommen. Das nennt sich Spray Bottle. Auf jeden Fall ist es richtig cool. Ich habe die in Blau schon gehabt, habe die meiner Schwester geschenkt. Da könnt ihr alles einfüllen, ob das jetzt Desinfektion ist, Wasser, Putzmittel. Also es ist sehr cool, weil es einfach wiederverwendbar ist. Und jetzt nehme ich mir die blaue von meiner Schwester wieder. Sie bekommt die goldene und meine andere Schwester die graue, irgendwie so. So, dann habe ich noch von Denta Pro, das ist glaube ich irgendeine Eigenmarke, so ein... eine Mundspülung, genau, eine Mundspülung mitgenommen, so sieht die aus. 3 in 1 Fresh Mint, 500 Milliliter sind drinnen und ja, die möchte ich einfach mal ausprobieren. Ich nehme da ja immer irgendwelche verschiedenen. So, und dann richtig, richtig cool, das kostet nur unter 1 Euro, knapp unter 1 Euro. Das ist so ein, das sind diese Umfülldöschen für unterwegs. Und da habt ihr nämlich auch einen Sprüher mit drinnen, die kosten auf Amazon auch um die 10 Euro und die waren voll lange, extrem lange ausverkauft jetzt während der Corona-Zeit so. Und deshalb habe ich mir die jetzt wieder mitgenommen. Ich hatte da ja Gott sei Dank noch welche zu Hause und habe mir da immer was umgefüllt. Auch Kosmetik zum Beispiel könnt ihr da umfüllen. So, dann geht es weiter mit dem Bilderrahmen. Das ist ein 13x18 Bilderrahmen und der ist so schön, Leute. Schaut euch den an. Das ist ein goldener, der heißt Amalfi und der musste mit. Ich liebe Gold und den werde ich verschenken und da werde ich noch ein Foto bei DM oder so ausdrucken, bei diesen Maschinen. Ein 13x18 und dann werde ich das verschenken auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt bei Amazon eine Aufbewahrung für mein Auto gekauft, für den Kofferraum. Und zwar gibt es da ein vierteiliges... Ja, ich kann euch das mal verlinken, falls ihr euch das anschauen wollt. So eine vierteilige Box und zwei davon sind Kühlboxen. Die kühlen halt nicht von selbst, sondern isolieren einfach nur, also Wärme und Kälte natürlich. Weil wir sind nämlich letztens beim Spar nach Hause fahren, einfach mal die Eis schon weggeschmolzen und das finde ich echt grauslich. Deshalb habe ich mir jetzt für diese Kühlboxen, sage ich jetzt mal, solche Eispacks gekauft. Die kosten auch nur unter 1 Euro bei Action, also ich glaube 70, 80 Cent. Was richtig krass ist, weil online hätten die so viel mehr gekostet. Das bringt es auf jeden Fall voll und es kühlt auch so bis zu einer Stunde und mit denen sicher auch noch länger. So, das Putzzeug mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Ich habe da nämlich einiges schon oben gelassen im Auto und ich zeige euch das ganz kurz per Screenshot, weil es war einfach zu schwer. Und zwar habe ich da... Ja, einmal so einen, der steht bei Action immer auf einer anderen Sprache, also einmal so einen Kalkreiniger und zweimal diesen Multireiniger, den habe ich auch noch einmal hier. Der sieht so aus und den habe ich jetzt nur einmal mit runtergenommen. Da kann ich eh noch nicht viel dazu sagen, weil ich das erstmal austesten möchte. Dann habe ich noch zweimal einen WC-Reiniger von Sendil, das ist so eine Eigenmarke, kostet unter 1 Euro. Hatte ich aber auch noch nie getestet, deshalb mal schauen. Dann noch von Sendil einmal diesen Flower und Eukalyptus Allzweckreiniger. Da glaube ich schon, dass die ziemlich gut riechen werden und ja, es ist halt ein Allzweckreiniger. Ich weiß nicht, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Dann habe ich noch diese Rolle hier. Das ist so eine XL Paper Towel Roll mit 100 Stück, dreilagig. Habe ich mir viermal mitgenommen als Vorrat. Genau, da habe ich auch nur eine mit runtergenommen und dann haben wir da noch einmal so einen Zitronella Allesreiniger und noch andere Reiniger. Viermal Küchenrolle, ist auch uninteressant, blende ich euch ein. Ja, genau, und dann haben wir noch zwei solche Kübel gekauft, solche zum, zum Putzen, einfach so Kübel. Und dann noch von Vileda, das gibt es nämlich bei Action auch. Die haben 13,99 gekostet jeweils. Da habe ich mir zwei solche für Wischmopp, diese Stangen mitgenommen mit Aufsätzen. Kann ich euch auch mal einblenden. So, dann habe ich noch zweimal diese Schwammtücher hier mitgenommen mit je 5 Stück drinnen. Mit verschiedenen Farben auf jeden Fall. Die kosten auch unter 1 Euro, so ein bisschen den Putz. Vorrat auffreshen auf jeden Fall. Dann noch solche Edelstahl-Topfreiniger. Da sind zwei Stück drinnen. Die haben 50 Cent gekostet. Und ja, ich habe irgendwie nicht mehr so den Putzvorrat. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen was gekauft. Das fand ich richtig cool. Das ist aber nicht von Action. Das habe ich bei Bieber geholt. Und zwar ist es ein Swiffer. Der
Swiffer-Staubmagnet, der lässt sich nämlich ausziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der sich ausziehen lässt. Auf jeden Fall wird der so ganz groß, also dreimal mehr Staub nimmt er auf. Und so einen habe ich gebraucht, nämlich für die Decken oben. Muss man auch manchmal machen. Dann habe ich noch zweimal Haushaltshandschuhe, diese gelben hier. Die kosten auch so um die 50 Cent ungefähr. Sollte man auch immer mal zu Hause haben, wenn man ja irgendwas Grausliches putzen muss. Und dann noch zweimal diesen Airfreshener. Die finde ich sind immer gut für Vorräume zum Beispiel oder WC oder keine Ahnung, zum Beispiel im Drehzimmer herunten. Also die sind frisch und riechen gut, aber ich würde es jetzt nicht ins Schlafzimmer verwenden. Da sind 400 ml drinnen und da komme ich auch ewig damit aus, zum Beispiel für den Vorraum. So Leute, und zu guter Letzt, wir sind schon am Ende. Das hier ist das letzte Produkt. Ja, ich habe sehr, sehr viel gekauft. Ja, und einfach auch für meine Schwester und meinen Bruder ein bisschen was. Und das hier sind Müllsäcke. Mit dem schließen wir das Video hier ab. Richtiger Fail irgendwie, aber ich habe jetzt nichts anderes. Das sind Müllsäcke in XL, da sind 10 Stück drinnen. Das sind nämlich 120 Liter und ich werde nämlich in nächster Zeit ein bisschen aussortieren, möchte da auch was verschicken und deshalb brauche ich da ordentliche Verpackungsmöglichkeiten. Und ich werde das dann in die Säcke einsortieren. Da kommt auf jeden Fall auch ein Video dazu online, wie wir meinen Kleiderschrank aussortieren. Werden wir wahrscheinlich machen. Mal schauen. Wenn euch das interessieren würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir auch einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Weil wir sind knapp vor den 700 Abonnenten und das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, ich sitze jetzt vor diesem Chaos hier. Aber das Coolste ist von dem ganzen Haul das hier. Das hat sich mein Bruder gekauft. Und wir werden jetzt definitiv noch 100 dieser Bälle, Ballons hier aufblasen mit Wasser und uns gegenseitig abschießen, oder? Ja. Ordentlich. Ja. Ich habe, wie gesagt, meine Socken schon ausziehen müssen. Wer hat es mir einfach auf die Füße geschmissen? Meine Schwester! Nee, das war's nicht du. Meine Schwester hat es mir einfach auf die Füße geschmissen. Ja. Coole Teile auf jeden Fall für 2,50 Euro. Und das kostet normal so 10 Euro im Spielwarengeschäft. Also Action hat echt immer tolle Schnäppchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann beende ich das Video. Schreibt mir euer Favoritenprodukt noch in die Kommentare rein. Würde mich sehr freuen. So, und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.